You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Jäger Let's Play. Das letzte Mal habe ich ja gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich mir wieder mal Elixier gönne und euch das ein bisschen zeige, wie man das am effektivsten anwendet. Und zwar habe ich mir wieder mal eins gegönnt. Elixier des Blitzdenkers. Es gibt zwei verschiedene Elixiere, nicht verwechseln. Es gibt nämlich einmal das Elixier des Blitzdenkers. Das kann man einfach im Auktionshaus erwerben. Das gibt es von, ich glaube mittlerweile gibt es nach wie vor aus der Garnison. Kann man das noch erwerben? Ich weiß es gar nicht mehr, wo es aktuell noch gibt, außer vom Winterhauch-Event und so weiter. Kostet bei uns im Server 15.000 Gold das Stück. Und dann gibt es noch das Elixier, das gibt bis Level 85. Und das ist ein Drop zum Beispiel von Archivus der Flamme oder von den Rare Mobs von, in Nahgrand und so weiter, aber sehr, sehr selten. Oder Kroll die Klinge Drops auch noch. Da könnte man das alternativ noch farmen, wenn man denn unbedingt vorhat, dass man irgendeinen Charakter ganz schnell hochlevelt. Noch eine Seitennotiz dabei, das andere Elixier hält eine Stunde, gibt bis 85. Das Problem dabei ist, wenn man stirbt, dann ist der Buff weg. Das heißt, dann kann die ganze Farmaufwand gleich mal für die Cut sein. Und bei dem Elixier ist es positiv, es gibt bis Stufe 99 und der Debuff oder der Buff von dem Elixier geht nicht weg, solltet ihr sterben. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir brauchen hier verletztes Kids nach Hause bringen und das schwarze Herz. Das Elixier werden wir anwenden, wenn man halbwegs ein paar Quests hintereinander erledigen. Und das sollte sein, wenn wir, glaube ich, das hier abschließen. Das heißt, wenn wir hier beide Quests vollendet haben, dann können wir das eigentlich gleich mal machen. Ich glaube, den konnte man einfach hier irgendwo anwenden und da kam dann irgendwie so ein Steinriese raus, oder nicht? Kann mich irren. Nein, stimmt. Okay. Genau, da springt er raus. Irgendwie hatte ich den größer in Erinnerung. Der scheint mir ziemlich klein zu sein. Toll, Ember. Dann rotzen wir den mal schnell um. Das wäre einfach nur Arcane Shot. Und dann haben wir hier schon das Herz und jetzt müssen wir hier noch diese drei Rehe finden. Die sollten hier eigentlich überall durch die Gegend springen. Ne, Blödsinn, die liegen ja am Boden. Können glaube ich, nicht mehr springen. Doch, jetzt hüpft es wieder wie wild durch die Gegend mit Speedhack. Da brauchen wir gleich mal drei Stück. Ich mag einfach dieses Questgebiet, weil es halt so schnell geht. Und jetzt schnappen wir uns die drei Rehe. Und wenn wir die rüberbringen, wir sehen nämlich hier anhand dieser Buff-Leiste, ob die schon gestorben sind oder ob uns die noch nachlaufen. Wenn man hier fliegen kann, ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil die halt quasi mit Speedhack hinter einem nachrennen. Und dann braucht man die nur hier, glaube ich, zu der Dryade hier rüberbringen. Genau, und dann haben wir das hier fertig. Dann haben wir zwei Quests abgeschlossen. Wenn ich mich nicht irre, dann müssen wir hier als nächstes diese Typen killen und dann ging es hier unten weiter. Das heißt, eigentlich könnten wir das Elixier hier ziehen in dem Fall. Das heißt, also ich muss hier sowieso abmachen, das heißt, wir gönnen uns hier das Elixier, das hält 15 Minuten lang an. Jetzt kriegen wir fast 56.000 EP pro Quest. Das heißt, jetzt schauen wir einfach mal, was wir in dem Let's Play jetzt schaffen. Wir sind 82, beziehungsweise die Hälfte für 83. Dann können wir das hier noch abgeben. Dann kriegen wir gleich die nächste Quest. Da können wir wieder mit Icena sprechen. Ich glaube, da kommt kurz so ein RP-Event. Das habe ich ganz vergessen, dass es das auch noch gab. Schauen wir mal, ob das überhaupt EP gibt, ob es sich lohnt, das gerade zu machen. Weil ansonsten werden wir das nicht unbedingt machen. Das können wir eigentlich annehmen, das ist egal. Ich dachte, da kommt das jetzt schon. Dann war das eine andere Quest. Jetzt müssen wir anscheinend erst die jungen Bären retten. Okay, dann machen wir das als erstes. 15 Minuten sind nicht so kurz, das heißt, wir haben ja schon gut ein Viertel vom Level gemacht jetzt. Jetzt kommt leider eine Quest, die ein bisschen zeitaufwendiger war, aber die habe ich gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Das heißt, wir müssen jetzt auf diese Bäume klettern. Zum Glück kenne ich das halbwegs auswendig. Dann nimmt man sich so einen Bären hier mit. Die werden irgendwie zwei- oder viermal so groß, wenn man die erst aufsammelt. What the fuck ist mit dem Bären, Alter? Ich werfe halt keinen ausgewachsenen Bären von einem Baum runter. Ich bin nicht lebensmüde. Genau, dann kann man das hier ganz schnell machen, wenn man sich auskennt. Das Positive ist nämlich, man kann diese Bären fast unendlich weit nach unten aufsammeln. Das heißt, wenn hier irgendwo einer, nur die Kamera spackt hier rum, nur wenn hier irgendwo einer am Baum ist, man kann auch die ganz untersten anklicken, glaube ich. Natürlich, ich baller mir ein Elixier rein und in dem Moment kriege ich, oder beziehungsweise nicht in dem Moment, aber natürlich, wenn ich ein Elixier drinnen habe, dann kriege ich natürlich ein Disconnect. Und jetzt brauchen wir allerdings nur noch einen Bären, das heißt, wir werfen den hier noch rüber und dann haben wir schon unsere sechs Bärchen und dann können wir hier wieder runter vom Baum. Ich bin halt gerade aus der Luft gefallen, deswegen habe ich nur noch die Hälfte an HP. Aber nichtsdestotrotz, am Boden angekommen, jetzt können wir es hier gleich abgeben gehen und kriegen dafür wieder 56.000 EP und dann müssen wir, wie gesagt, die Versänger, also diese
diese Echsen-Typen töten, die Luzifron-Verschnitt-Typen. Ich habe jedes Mal, wenn ich ein Elixier benutzt habe, es eigentlich in Hyal benutzt, aber normalerweise, wenn ich bei den Quests hier bin, wo wir das letzte Mal waren, weil da hat man gesehen, man kommt dort extrem schnell voran, man kommt hier auch extrem schnell voran, deswegen ist es eigentlich mehr oder weniger egal, ob man es jetzt da sieht oder drüben. Ich kann mich nämlich hier auch extrem schnell einfach durchfahren, können natürlich auch Cooldowns ziehen, unsere Mobility benutzen. Alles, um schnellstmöglich vorbeizukommen hier. Looten brauchen wir ja eigentlich nichts. Hält uns alles nur auf. Gold haben wir genug. Können wir uns gleich den nächsten Versänger hier schnappen. Mit dem ins Ziel. Oder wie heißt die Fähigkeit nochmal? Im Visier, nicht ins Ziel. Fast. Fast hätte ich mal eine Fähigkeit auswendig gewusst. Können wir den hier noch hinrichten. Und den, dann haben wir nämlich schon wieder unsere 8 Stück, die wir hier brauchen. Und in unserem Rush geht es natürlich gleich weiter und da können wir das vorne abgeben bei diesem Posten. Der Posten wird, by the way, wenn man hier die Fraktion freischaltet, sind hier noch ein paar mehr NPCs, aber das sieht man dann im Verlaufe wahrscheinlich. Vielleicht, ich werde es irgendwann mal zeigen in der Mount Guide, weil hier gibt es auch ein Reittier, das mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist. Und hier haben wir schon das erste Level Up und jetzt kommen wir zu ein paar geileren Farmquests. Farmquests an sich sind ja auch nichts Schlimmes, denn wir kriegen natürlich jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel EP. Dafür, dass wir einfach nur irgendwelche Mobs hier umhauen. Wir haben noch 12 Minuten, das heißt, wir haben erst 3 Minuten von unserem Elixier verbraucht. Wir brauchen auch diese Erde, die hier auf der Seite ist. Wir brauchen 10 Stück von diesen Wogern. Und die Erde müssen wir natürlich auch plündern, sehe ich gerade. Ich dachte, wir mussten hier irgendwas pflanzen, aber das war in einem anderen Gebiet dann. Dann die Kernhunde müssen wir auch töten. Die haben eine sehr, sehr seltene Dropchance. Oder nicht sehr, sehr selten, aber relativ seltene Dropchance, dass sie hier diese ihre Eingeweide droppen. Ich weiß nicht, warum das sehr selten vorkommt, dass die Eingeweide haben, aber Blizzard hat das so entschlossen. Und dann soll das natürlich auch so sein. Die armen Hunde. Ich will nicht wissen, wie es bei denen mit der Verdauung aussieht. Und dann haben wir hier schon 5 Stück von denen. Ich kriege keinen Brock. Doch, jetzt wäre einer da, aber jetzt ist es zu spät. Schauen wir, ob der Eingeweide hat. Nice, Mann. Kernhund innerein. Der war gesegnet, der Hund. Dann können wir gleich den hier und den hier auch. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts drinnen. Nächster Kernhund. Ich spam die ganze Zeit nur meine 2 Tasten. Ich drücke hier nicht mehr gezielte Schuss oder irgendwas, weil ich es im Low Level nicht wirklich brauche. Ich meine, ich könnte es machen, aber... Ist halt praktischer, wenn ich unterm Laufen irgendwas wirken kann, als wenn ich hier die ganze Zeit stehen bleiben muss. Ist halt, verliere ich halt einfach Zeit, gerade für mein Elixier. Jetzt sind wir schon 5 Minuten weg. Da haben wir 7 Stück. Es könnte sich fast ausgehen, dass wir eventuell 85 werden mit einem Elixier. Schauen wir mal. Es könnte sich knapp ausgehen. Der droppt wieder nichts. Dann brauchen wir hier noch ein paar. Sollen wir gleich haben. 7 Stück, genau. Dann gönnen wir uns den. Dann haben wir hier wieder ein Blümchen. 9. Kein Brock. Jetzt hätten wir einen. Dann unser letztes Blümchen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Hunde. Aber hier sind irgendwie fast gar keine. Das heißt, wir gönnen uns jetzt schnell den hier. Da vorne sehen wir einen von den Hunden. Da brauchen wir nämlich nach wie vor 2 Eingeweide. Dann sollen wir auch den legen. Wobei, jetzt haben wir den anderen geagro. Das ist aber nicht weiter schlimm. Können wir natürlich dementsprechend auch schnell legen. Dann haben wir hier nochmal Eingeweide. Eins brauchen wir noch. Eines noch. Das letzte Mal hatte ich hier, als ich rübergeflogen bin, eine Kiste gesehen. Aber die wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht da sein. Sollte sie da sein, wir müssen da gleich runter. Dann wäre das extrem geil, weil diese Kiste müsste wahrscheinlich mehr als ein halbes Level geben. Allerdings bezweifle ich, dass die immer noch da steht, weil das ist jetzt schon eine Woche aus. Die müsste selbst mit dem Server-Restart eigentlich schon wieder resettet worden sein. Egal, fliegen wir mal hin. Wir haben alles fertig, das heißt, jetzt haben wir noch 9 Minuten vom Elixier. Das da oben brauchen wir vorerst nicht zu machen, das nimmt alles nur Zeit weg, was wir da fliegen müssen. Konzentrieren uns lieber auf die Quests, die direkt vor uns sind. Vor allem, weil jetzt geht es nochmal kurze Zeit ziemlich schnell. Außer wir müssen vorher das mit der Schildkröte machen, oder? Ups. Markieren wollte ich sie jetzt nicht. Kommt jetzt das mit der Schildkröte vor oder das andere? Flammenschutz aktivieren. Okay, das ist gerade scheiße. Das Flammenschutz aktivieren, das dauert ein bisschen, weil wir hier den Flammenschutz dementsprechend verteidigen müssen. Und das dauert ein bisschen, bis er verteidigt ist. Schauen, dass wir den gleich mal anklicken. Nicht benommen machen. Nein, aktivieren. Jetzt sollten hier immer wieder Gegner spawnen und wir sehen schon, das kostet uns eine ganze Minute. Dementsprechend müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie anders EP reinkriegen. Schlachten wir hier also ein paar Mobs ab. Schauen, dass das Ding auch nicht down geht nebenbei. Denn wir kriegen 3000 EP für einen normalen Gegner. Die für die Quest hier spawnen, geben logischerweise weniger, weil sonst hätte es wieder irgendeiner ausgenutzt.
hier zu grinden beim Leveln. Erwische ich den gerade schnell, ohne dass das Ding da drüben resettet? Ja, sieht so aus. Können wir den auch noch killen? Genau, 3300 EP gibt ein Mob gerade mit dem Elixier. Das heißt, wenn wir normal für eine Quest 16.000 EP kriegen, sind wir schon ziemlich gut unterwegs, wenn wir hier einfach nur Mobs grinden würden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, oder wäre es trotzdem schlauer zu questen nebenbei, weil wir natürlich dementsprechend viel kriegen. Das ging sogar schneller, das hat gar nicht die volle Dauer gebraucht hier. Jetzt müssen wir noch zu Nemesis, der guten Schildkröte hier vorne, und da müssen wir einfach dieses Essen vorne hinlegen, dann läuft die da hin und dann können wir hier den Panzer knacken. Und danach müsste eigentlich die Quest kommen, die ich vorher gerade gemeint habe, die ein bisschen schneller geht. Schauen wir, dass der hier zu seinem Futter ranrennt und einpennt. Oder mit Fressen beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, was er da gemacht hat. Nee, ich glaube, der ist einfach nur mit Fressen beschäftigt, genau. Und merkt hier gar nicht, wenn wir mit dem Vorschlaghammer eine Schuppe von ihm rausbrechen. Egal, zurück geht's. Genau, Nemesis ist wütend. Macht euch aus dem Staub. Da ist er nochmal kurz betäubt und dann rastet er wieder aus. Ich weiß, dass in Kata hier ziemlich viele Leichen immer rumlagen, als viele Leute auf einmal immer diese Quest gemacht haben. Jetzt kommen ja nicht mehr viele Leute bis hierhin, weil selbst ohne Elixier waren wir hier schon Level 82 und die meisten wechseln dann entweder Gebieten, machen nebenbei noch Instanzen oder sonst was und sind dann eigentlich schon fast 85. Deswegen merkt man hier nicht mehr so viel. Jetzt kommt die Quest, die ich gerade gemeint hatte. Jetzt müssen wir nämlich zur Tortolla. Und da mussten wir zuerst, glaube ich, tauchen und danach war noch eine andere Quest. Schauen wir mal. Können wir das hier abgeben? Bande brechen können wir annehmen und dann das hier annehmen. Genau, das ist beides hier, spielt sich im Wasser ab. Und dann müssen wir einmal diese Eier aufhauen. Da können wir gleich wieder unsere Cooldowns ziehen. Ich schieße hier die ganze Zeit daneben. Die Eier brechen wir einfach auf, dadurch, dass wir diese tiefen Verderber killen. Und das geht, wie man sieht, sehr, 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 sehr fix. Und diese zwei Fesseln können wir aufbrechen. Das sind einfach diese Ketten hier auf der Seite. Und das machen wir natürlich auch noch. Das heißt, das klicken wir auch nochmal ganz schnell an hier. Genau, dann spawnt hier nochmal so ein Typ raus, so ein Geist. Können wir nochmal töten. Hätte ich jetzt was gesehen, hätte ich vielleicht nochmal Backjump benutzt. Aber ich war mir gerade nicht sicher, ob der nicht irgendwo ins Meer rausgeht. Dann haben wir auch das hier fertig. Dann haben wir Tortolla befreit. Jetzt müssen wir normalerweise diese Elementare oben töten. Das hier wieder abgeben, das hier abgeben. Ah ne, zu Hamul-Ruhentotem müssen wir zurück. Und da sind wir schon Level 84 und wir brauchen nur noch ein Level oder beziehungsweise 7 Achtel gerade. Und schauen wir mal, wie weit wir mit den 5 Minuten Elixier jetzt noch kommen. Ein Ahn erwacht, nehmen wir an. Und jetzt kommt leider ein kleines Event, wie es aussieht, oder? Oder kriege ich hier gerade gar keine Quest mehr? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Mir kommt vor, es hat mich nachher noch weitergeleitet. Kann mich aber auch täuschen. Bevor wir jetzt die Zeit vergeuden, fliegen wir einfach hoch zu Avianas Schrein. Dort müssen wir ein paar von den Harpien dort oben töten und unter anderem den Vogel helfen. Schauen wir mal, was sich einfach noch ausgeht in dem Elixier. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich in dem Let's Play trotzdem noch Level 85 erreichen, schätze ich mal stark. Selbst ohne Elixier soll es sich vielleicht noch ausgehen. Schauen wir einfach mal, wie lange wir brauchen dann im Endeffekt. Umso mehr wir jetzt noch rausholen im Elixier, umso weniger Aufwand ist es nachher. Das heißt, den Flugpunkt lassen wir jetzt einfach hier. Dann können wir uns gleich hier das annehmen. Genau, da haben wir gleich zwei Stück. Dann geben wir da drinnen das noch schnell ab. Dann machen wir es uns wieder ab. Avianas Vermächtnis, genau. Können wir wieder raussprinten. Gleich wieder Fluggestalt oder Fluggestalt. Jetzt, ich sehe hier gerade die Fluggestalt und war gerade voll in meinem ein Ding drin, dass ich jetzt Sudo bin. Achso, das war hier vorne. Ich bin verwirrt. Das mussten wir hier abgeben. Dafür kriegen wir aber nur 27.000 EP. Machen wir schnell. Dann müssen wir zu ihr zurückkehren. Und das gab... Okay, das gab nicht viel EP. Ich dachte gerade, ich habe hier 50.000 gelesen, aber... Da habe ich mich wohl verschaut. Dann können wir Cooldowns gerade noch nicht ziehen. Die Eier müssen wir, glaube ich, plündern. Genau, dann müssen wir 8 Stück stehlen. Das machen wir natürlich auch gleich. Was habe ich hier gerade für ein Tempo, Bock? Achso, das ist, glaube ich, nur hier oben. Glaube ich, irgendein Aviana-Buff. Habe ich den anderen auch noch? Genau. Den anderen, die andere. Sehen alles weibliche Harpien. Gibt es männliche Harpien? Nee, oder? Ich glaube, Harpien gibt es, glaube ich, nur in männlich. Wer befruchtet dann diese Eier? Frage über Fragen. Gut, dann haben wir schon 9 Stück. Das ging hier gerade ziemlich fix. Wir haben aber trotzdem noch 2-3 Minuten auf unser Elixier gerade. Brauchen wir locker noch 1 Minute, bis wir diese Quest hier fertig haben. Genau,
Haben wir schon 6 von den Eiern. Dann brauchen wir noch 2 Stück. Da drüben sind 2 an dem Baum, glaube ich. Ja, genau. Dann können wir die hier noch ganz schnell... Ah, mein Debuff ist noch gar nicht drauf. Die steckt erstmal im Baum fest. Genau, dann haben wir 8 Stück. Und als nächstes müssen wir normal noch den Vogel töten. Das sollte sich eigentlich auch noch ausgehen mit dem Elixier. Und danach, glaube ich, geht sich leider keine Quest mehr aus, die wir noch schaffen sollten. Das heißt, wir geben einmal das hier ab, einmal das hier ab. Dann müssen wir das Signal löschen. Ich glaube, wir können einfach das hier machen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das andere überhaupt eine Quest gab. Ah, eine Quest gab, eine wertvolle Quest gab, sagen wir so. Ich glaube, das war eine Override-Quest. Oder kann sein, dass das mit dem Vogel war. Vielleicht täusche ich mich auch. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der hier hingeflogen ist und sie festgenommen hat. Denn vorher passierte gar nichts. Genau, und dann können wir hier befehlen. Warum stehlen die Eier? Bla bla bla. Ich hätte das andere wählen sollen, aber egal. Die Habie zu töten. Auf geht's. Wunderbar, Habie ist tot. 2 Minuten auf unser Elixier. Wir haben schon die Hälfte gemacht vom Level. Schauen, was haben wir hier noch? Hier kriegen wir keine Folge mehr. Das heißt, wir hätten hier drin tatsächlich, glaube ich, die andere Quest behalten für den Vogel. Vielleicht geht das sich noch aus. Genau. Sprint. Vollgas. Immer Vollgas. Und dann fliegen wir hier nach oben. Und da oben sehen wir schon das Nest. Hier sind mehrere Nester. Das heißt, man hat hier normalerweise mehrere Nester zur Auswahl, wo wir alternativ diese Dinger holen könnten. Das könnte sehr knapp werden, dass sie diese Quest nicht mehr schaffen abzugeben. Schauen wir mal, jetzt killen wir den hier ganz schnell mit CDs. Wunderbar, den müssen wir looten. Dann haben wir die uralte Feder und dann machen wir uns auf zurück zum Abgeben. Und es wird tatsächlich sehr, sehr knapp, dass wir das Elixier hier voll ausnutzen. Aber eigentlich habe ich genau das geschafft, was ich schaffen wollte, denn wir sind knapp vor Level 85. Das heißt, wir sind tatsächlich sehr, sehr weit gekommen mit nur einem einzigen Elixier. Und haben dadurch eigentlich eine sehr gute Zeitersparnis. Und dementsprechend sind wir jetzt auch schon fast Level 85. Uns fehlen nur noch 120.000 EP. Jetzt geht sich leider nichts mehr aus. Wir könnten vielleicht noch ein paar Mobs killen. Wobei das zahlt sich jetzt auch nicht mehr wirklich weiter aus. Nehmen wir lieber die nächste Quest an. Und dann geht's weiter. Genau jetzt werden wir nämlich darüber geleitet. Und jetzt können wir dann da drüben die letzten paar Aufträge noch erledigen. Auf dem Weg Richtung 85. Das heißt, wir fliegen da gleich mal rüber. Und dann schauen wir uns da drüben das an. Ich wollte nach wie vor natürlich noch immer die Level Guide machen, ohne Elixiere und so weiter und so fort. Das muss ich immer noch machen, aber das meine Prioritäten lagen momentan irgendwie auf anderen Videos als auf der Leveling Guide, weil in der Leveling Guide geht halt sehr, sehr viel Zeit drauf, weil ich dementsprechend, ich muss halt einen Char komplett durchleveln und ich werde wahrscheinlich, wenn ich es am Stück recorde, dann bin ich höchstwahrscheinlich um die 20 Stunden dran. Und ja, das wird dann ein bisschen mühselig. Aber werde ich nach wie vor noch machen. Schauen wir uns da mal an. Jetzt leveln wir erstmal den Char hier weiter. Tötet 12 von denen, okay. Eine Lücke in der Rüstung, das machen wir natürlich. Dazu müssen wir einfach nur die hier töten. Einerseits natürlich. Und die Rüstungsteile, die liegen hier rum. Und später müssen wir dann die hier gerade verstärkt werden. Die müssen wir dann mit so einem Dolch, glaube ich, anschlagen, damit die Rüstung runtergeht und wir dementsprechend die Typen hier überhaupt töten können. Genau, weil die haben 5 so Stacks drauf. Das sieht man schon am Debuff oder am Buff von ihnen so. Und da können wir sehen, wie oft wir das Item dann anwenden müssen. Jetzt habe ich den falschen angeschossen. Jetzt bin ich wahrscheinlich für immer in Fight. Tap-Tage, den geht immer irgendwo hin. Ich wollte die ganze Zeit den linken ins Ziel nehmen und schieße dann trotzdem den rechten drüben an. Dann, das war das, glaube ich, mit den Eiern dann befreien. Mit diesen Dingern hier, mit diesen blau leuchtenden, keine Ahnung, was das sein soll. Jedenfalls ist da ein Ei drinnen, das sieht man fast nicht. Ich glaube, man sieht das gar nicht, dass da ein Ei drinnen ist, oder? Nein, das leuchtet einfach nur. Da ist, wie gesagt, ein Ei drinnen. Das brauchen wir dann gleich noch. Dann müssen wir noch weiter die Rüstung sammeln. Da brauchen wir noch 4 Stück. 3 und 2. Dann können wir den hier auch noch killen. Wupp. Wunderbar, dann einen brauchen wir noch, glaube ich, von denen, oder? Ne, 2 brauchen wir von denen noch. Und 2 von den Rüstungsdingern. Ne, will nicht sterben. Gab es hier nicht auch eine Drop-Quest oder täuscht mich das? Ich glaube, das täuscht mich. Ich glaube, ich verwechsel da gerade was. Dann ist hier anscheinend das ganze Zeug respawned schon. Ziemlich hohe Respawn-Rate irgendwie. Genau, dann bauen wir noch den hier oben. Wupp, ist auch schon tot.
Und dann fehlt uns eigentlich nur noch einer. Oder? Nee, Blödsinn. Ich habe die Rüstung ja schon. Jetzt ist mein Brain komplett AFK, dadurch, dass ich gerade so schnell gelevelt habe. Aber können wir das gleich abgeben, kriegen zweimal 20.000 EP und einmal nur 2.000, glaube ich, war das gerade für den Codex. Jetzt haben wir diesen Dolch dabei, was ich gerade eben meinte. Genau, jetzt müssen wir dieses Ding deaktivieren nebenbei. Wenn ich mich nicht täusche, muss ich da gar nicht aktiv daneben stehen. Das heißt, jetzt machen wir erstmal die hier. Damit wir die überhaupt verwunden können, müssen wir hier da und mit dem Dolch draufhauen. Genau, und sobald die Rüstung weg ist, nehmen die dann auch vollen Schaden. Und dann können wir den hier einfach hinrichten. Und da brauchen wir 5 Stück oder 3? Ne, 3. Okay, 5 Stück wäre ein bisschen mühselig, nicht, aber trotzdem ein bisschen umständlich. Dann sollten wir eigentlich das hier vorher aktivieren. Ich glaube, wir können da einfach nebenbei warten, weil da muss ich dann nur irgend so einen Drachen töten oder sowas in der Art. Das heißt, wir aktivieren das einfach und machen nebenbei einfach die andere Quest rein. Genau, jetzt kommt da dieses Ei. Und jetzt, genau, verteidigt das Ei. Machen wir natürlich. So nebenbei. Wird schon passen. Dann erkillen wir zuerst den hier, weil der nervt mich hier gerade ein bisschen. Wenn ich den jetzt wieder verprügeln gebe mit dem Dolch, dann attackiert mich der andere auch wieder. Gut, verteidigen war das jetzt nicht wirklich, weil jetzt kommen schon die Druiden, die das gleich mega merkwürdig raustragen. Genau, die fliegen das nämlich hier einfach. Die halten das nicht mal. Mit der Schwanzfeder, glaube ich. Die Schwanzfeder, glaube ich, steckt in dem Ei drinnen. Und dann können wir das gleich wieder abgeben. Dann kriegen wir gleich wieder zweimal 20.000 EP. Können wir das letzte annehmen und da müssen wir nur den Drachen dort hinten töten. Das heißt, wir können hier einfach über alle Berge drüber fliegen. Und das sollte die letzte Quest sein, weil wir brauchen nur noch gut 21.000 EP, damit wir ein Level-Up haben. Und diese Quest gibt uns 19.000. Normalerweise, hier, wenn man wieder reinschaut, sieht man leider nie, dass die angerechneten EP von dem Account hier. Ich hoffe, dass das mal irgendwann gefixt wird, weil das stört mich irgendwie mittlerweile schon. Jedes Mal, wenn du reinschaust, dann zeigt sie halt weniger an. Und wenn du dann beim Quest-NPC im Endeffekt stehst, dann zeigt sie halt eine ganz andere Zahl an. Aber wir brauchen hier die hier. Und dazu kein gültiges Ziel. Achso, sobald sie ihre Drachenform preisgibt. Das heißt, wir schießen hier einfach mal an. Unterbrechen die hier. Ich glaube, ich sollte einfach mal gezielter Schuss machen. Macht die viel Schaden? Nee. Jetzt, glaube ich, geht sie in die Drachenform. Genau. Dann können wir die Signalrakete benutzen. Dann machen wir hier richtig Schaden. Jetzt kann ich sogar mal gezielter Schuss benutzen. Er macht sogar 8000 Schaden, Alter. Ich dreimal hintereinander wirken, dann habe ich keinen Fokus mehr, wie es aussieht. Jetzt kommen hier auch schon die Druiden an. Dann können wir sie hier töten. Und damit kriegen wir, glaube ich, auch noch ein paar EP, oder ne? Ne, gerade nicht. Es könnte sich ausgehen, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall 85, das heißt 20.000, 21.000, oder nicht? Oder bin ich gerade behindert? Zweiteres trifft eher zu. Da drüben, wo waren wir jetzt? Jetzt sind wir schon beim Feuerlanden-Tempel. Da wollte ich eigentlich nicht rüber. Ich wollte eigentlich hier irgendwo hin, genau da vorne. Da vorne sollte sie irgendwo sein. Wo ist sie denn? Vom Tunnel-Schild. Sie, genau da ist sie. Die vorher die Harpie abgestochen hat, das mir nochmal einfällt. Nein, tatsächlich, es geht sich gerade nicht aus. Um 2000 EP, da gehe ich jetzt aber nicht mehr irgendwie... Mobs sage ich schon, da gehe ich jetzt nicht mehr irgendwie questen, sondern wir gehen tatsächlich jetzt einfach ein paar Mobs killen. Denn dann haben wir das hier auch schlussendlich geschafft. Einer hat sogar gereicht, wunderbar. Wir sind Level 85, damit haben wir wieder 5000 neue Titel freigeschaltet, wie es mir im Chat gerade zuspammt. Und dann machen wir uns jetzt das nächste Questgebiet auf und das ist der Jadewald. Das heißt, wir werden im Jadewald weiter questen. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch mehr mit den Elixieren sehen wollt oder sonstiges, dann schreibt es mir doch wie immer unten einfach in die Kommentare rein. Vergesst doch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind mir unten in der Videobeschreibung. Egal. Nichtsdestotrotz, hoffen wir, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.